Willkommen zum kleinen Video der MaxBackt. Für unseren kleinen Versuch habe ich wie immer mein Becken benutzt. 1 Meter mal 70 mal 70. Besetzt mit diversen Korallen, Fischen. Nachdem ihr ja oben gelesen habt, wie die MaxBackt aufgebaut ist, wollen wir das jetzt eigentlich alles mal uns ansehen. Befestigt habe ich sie. Der Magnet hält vernünftig, also ich denke mal nicht, dass hier irgendwas passieren wird auf Dauer. Er ist auch sehr gut verarbeitet und mit diesem Gummischutz hier hinten vermeidet man auch Kratzer oder sonstiges. Am Controller sieht man, dass sich die Pumpe gerade im Ruhemodus befindet. Dann wollen Sie doch mal gleich starten. Einmal eingeschaltet, dann gehen wir hier ins Menü der Geschwindigkeit. Bei mittlerer Stärke. Wenn man hier ein bisschen am Rädchen dreht, geht das natürlich alles auch etwas schneller. Wie man sieht, oberflächlich im Strömungsbereich ein sehr gutes Strömungsbild und stark flächig. Und auch die Umwälzung, wie sie von MaxBackt selber beschrieben wird, funktioniert. Man sieht hier die Partikel, wie sie von unten nach oben steigen. Und hier durch die Pumpe wieder oben verwirbelt werden und so über den Überlauf aus dem Becken entfernt werden können. Natürlich hat so eine Pumpe, wenn sie neu ist, noch gewisse Geräusche. Das sollte sich aber mit der Zeit legen, wenn sie ein Biofilm bildet. Nun gehen wir einmal in den Impulsmodus. Einmal rein. So. Gehen wir wieder ins Menü. Auch hier können wir wieder die Pumpenleistung steuern. Also alles machbar. Wenn wir jetzt nochmal aufs Menü gehen, dann gehen wir in den Intervall. Wie wir es auch hören können. Und hier zeigt uns die LED-Anzeige an, in welchem Intervall die Pumpe jetzt läuft. Um das mal besser darzustellen, gehen wir wieder auf volle Leistung. So, dazu drehen wir mal die Intervalle ganz nach unten. Und wir hören es auch schon an der Pumpe, dass wir hier ein relativ flottes Intervall haben. Jetzt suchen wir uns hier einmal ein Intervall, welches auch zu dem Becken passt, denn jedes Becken hat eine gewisse Resonanz. Das sieht ganz vernünftig aus. Sehr schön ist ja auch immer die kurze Pause zwischen den Intervallen, welches dann wie hier zum Beispiel die Gorgonien fast schon natürlich im Wasser schaukeln lässt. Neben der Intervallschaltung haben wir hier natürlich auch die Möglichkeit, die Pumpe in einem gewissen Abstand von 2 Minuten bis zu 12 Stunden in verschiedene Richtungen fahren zu lassen, denn die MaxBackt kann ja nicht nur nach oben und ausstoßen, sondern sie kann sich auch umgedreht bewegen und dort oben ansaugen und unten ausstoßen. Finde ich jetzt persönlich relativ nutzlos, da mir dann eigentlich einfach nur der ganze Dreck aufgewirbelt wird. Ich kann das mal kurz vorführen. Dazu gehe ich wieder ins normale Menü und drehe hier die Pumpe einfach in der Richtung um. Und jetzt sieht man, wie sie eigentlich nach unten wirbelt. Und irgendwann fällt wahrscheinlich die Koralle runter. Und sonst passiert gar nichts.
Nichtsdestotrotz gehen wir noch einmal in den Intervallmodus und können uns das Ganze mal anschauen, wie es dann arbeitet. Man kann es dann auch sehr schön am Überlauf sehen. Gehe ich jetzt mit dem Intervall ein bisschen nach unten. Man muss eine Zeit warten, bis da die Resonanz aufbaut. Jetzt kann man langsam erkennen, wie das Wasser anfängt aufzuschaukeln. Also auch die Wellensimulation ist in dieser Pumpe ein großes Problem. Schauen wir uns das Ganze nochmal von der Seite an. Und man sieht eigentlich eine deutliche Bewegung der Korallen. Das Geräusch ist eigentlich noch annehmbar, denn wenn ich jetzt mal einfach die Aquamedic dazu schalte, die 20.0, hören wir doch einen deutlichen Unterschied. Und die läuft jetzt gerade mal auf 5000 Liter pro Stunde. Ein Dauertest wird dir jetzt zeigen, wie sich die Geräusche entwickeln, ob es leiser wird. Ich denke, da hat Maxpec was ganz Ordentliches auf die Beine gestellt und diese Pumpe ist eigentlich zum Empfehlen. Tja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.